Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft hier in der Herr der Ringe Mod. In meiner unendlichen Weisheit habe ich es mal wieder geschafft, den Aufnahmeknopf nicht richtig zu drücken. Und ich habe die letzte Viertelstunde ein bisschen Sachen gemacht, die man jetzt nicht unbedingt hier sieht. Ich habe einfach ein paar Viecher abgeschlachtet, zum Beispiel dieses Schaf hier. Ich weiß nicht, warum hier Blöcke verschwinden. Kommt mir das nur so vor oder verschwinden hier tatsächlich Bricks von der Straße? Hä? Was ist hier los? Des Weiteren habe ich ein bisschen Dings zusammengesammelt, Zuckerrohr. Wir werden nämlich auch das ein bisschen anbauen müssen und das würde ich gleich als erstes machen. Und ich brauche unbedingt Papier. Schwierige Frage. So, aber willkommen zurück. Es geht wieder weiter mit dem Siedlungsbau. Ach, und ich habe die Animal Dings erforscht. Ihr wisst schon, Sachen hier für die Mod und so, also für die Siedlungsmod und so weiter. Ich hatte zu Beginn das Inventar schön säuberlich sortiert, jetzt sieht es natürlich wieder aus wie Sau. Aber naja, was will man machen? Ich könnte eigentlich, was eine gute Idee wäre, Knochenmehl holen und das Ganze hier ein bisschen beschleunigen, denn Papier brauche ich echt sehr viel. Ich glaube, ich hole Papier. Ja, ich brauche das wirklich. Ich habe hier noch jede Menge Barkknochen, glaube ich, die ich dafür gut verwenden kann. Ich muss dann auch mal die Straße wieder reparieren. Das letzte Mal war ja alles voll gekackt. Naja. So. Also hier, okay, da mal ein bisschen was. So, da haben wir doch jede Menge Dings. So, ich schmeiß mal schnell ein bisschen was hier in die Truhe. Ja, ja, haut mich doch nicht bitte gleich. Das geht doch alles sehr flott, hoffe ich zumindest. So, hier haben wir schon 5 Kacke, was sehr gut ist. So, damit wir hier... Ich habe hier noch mehr Kacke. Okay. Exkreta. Die muss ich aber noch drüben in den Dings reinschmeißen, ihr wisst schon. So, wir nehmen das mit und holen dann das Zuckerrohr. So, ich habe in der Zwischenzeit den Schlachter erforscht, oder zumindest den Animal Farmer, irgendwas, ihr wisst schon. Den habe ich da unten platziert, wo wir die Schafe hatten. So. Und der wird uns später damit helfen. Kann ich auf... Auf die funktioniert kein Knochenmehl. Auf die funktioniert kein Knochenmehl. Nö, muss ich da jetzt warten? Och, Menno. Ich wollte eigentlich nur das Ding erforschen, dass man hier größere Felder anlegen kann, sozusagen. Das heißt, ich werde jetzt Weizen mitnehmen, Zäune und damit dann das Viech ein bisschen einsperren. Das heißt, die Schafe ein bisschen in ein kleineres Gehege. Dann werden wir da einen NPC reinpacken, der uns die Schafe ein bisschen unter Kontrolle hält, denn ansonsten haben wir da echt ein Problem. Fans habe ich da, Weizen habe ich alles mit, nur um die Viecher anzulocken, das passt dann eigentlich schon. Und den NPC stelle ich später rein. Da müssen wir dann noch eine Treppe aufbauen, damit er da auch richtig reinkommt. Ich weiß nicht, ob ich die Felder wirklich hier unterirdisch lassen möchte, da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Und er hat schon wieder Hunger, ich glaub's ja nicht. Bin ich mir echt unschlüssig. Ja, diese Hasen. Aber die vermehren sich wirklich auch mit dieser Mod. Das muss so sein, denn ansonsten gibt es nicht, dass hier so viele von den Viechern rumlaufen. Ich habe hier doch noch 4, 5 gesehen. Da ist schon wieder einer. Wie viele Hasen ich hier mittlerweile abschlachte. Das gibt's doch nicht. Ich bräuchte hier wirklich beauftragen. Neues Crop. Braucht ihr wirklich Hasenschlachter? So. Gebt euch das. Oh Gott. Ich habe mit der Aufnahme angefangen und habe das ganze Gehege wieder geleert. Und jetzt sieht es hier schon wieder so aus. Ich werde das anders machen müssen. Und zwar mache ich erstmal hier einen Zaun rein. Lasst mich einen Zaun reinbauen. Aschgemento. Ach Gott, jetzt kacken die da natürlich hin. Ich hasse die Viecher. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das wirklich überlebe hier mit der Mod. Das ist wirklich Wahnsinn. Zumindest, ob man vielleicht die Dickrate ein bisschen zurückdrehen kann, denn das ist wirklich... Ich habe die abgeschlachtet. Ich hatte nur mal 2 drinnen vor 20 Minuten und jetzt ist schon wieder das ganze Zeug voll. Das ist einfach zu viel. Das ist echt langsam. Und die kacken ja alles voll. Ja, das... Hä? Ein bisschen benehmen. Hallo Leute, bitte. Warum kann ich hier keinen Zaun hinbauen? Warum kann ich da keinen Zaun hinbacken? Machen wir das halt eben hier. Ich kann ja tatsächlich keine Zäune hinbacken. Kann ich da... Warum kann ich hier nichts hinbauen? Hä? Warum? Hä?
Jetzt werde ich langsam. Hä? So, hier geht was. Okay, warum geht da hinten? Warum kann ich da nichts hinbauen? Sind da irgendwie diese NPCs im Weg oder sowas? Ich habe hier doch irgendwo so einen Nahrungsbeutel. Komm. Nahrung hier. Oh Gott, das sind einfach viel zu viele Schafe. So, Exkreta haben wir auch genug wieder. Nahrungsbeutel, da schmeißen wir jetzt mal das alles rein, damit wir das einsammeln können zumindest. Also hier das Fleisch, das ist vielleicht nicht unpraktisch. So, jetzt nehme ich nochmal die Zäune, das muss doch gehen, warum kann ich da sowas nicht hinbauen? Ich dachte mir vielleicht hier wegen dem Erweiterungsding, weil man die noch später erweitern kann. Oh Gott. Ich habe hier eine ganze Axtroute gebraucht in 2 Folgen, nur um Schafe zu töten, das kann doch nicht sein. So, wie viele habe ich hier? 1. Das ist zu wenig. 1 muss noch rüber. Komm. Okay, falsch. So. 1, nur 1 bitte. Nein, nicht 3, nur 1. Brav sein. Ich hasse Schafe, die sind so blöd zum Kacken. Nö, das sind sie eigentlich nicht, die machen das recht fleißig. Jetzt kommt der natürlich auch, wahrscheinlich läuft der jetzt als nächstes raus. Dann haben wir den Salat. Ich werde hier doch wohl eines durchstupsen können. So, okay, und jetzt bitte. Warum kann ich hier keinen Zaun hinbauen? Müssen die hier irgendwie so, keine Ahnung. Naja, jedenfalls funktioniert es so, halbwegs. Du bleibst da drinnen. Und hier kann ich das auch nicht. Kann man die nicht irgendwie so noch einzäunen können, oder? Du musst auch drinnen bleiben, tut mir leid. Aber so sind die Spielregeln. Natürlich laufen die jetzt da oben drüber. Manchmal, ne? Minecraft, kannst du echt nervig sein. So, lasst mich doch einfach einen Zaun bauen. Was ist eigentlich das Problem von dem hier? Und warum laufen hier jetzt alle Schafe? Oh Gott, ich hasse das. Manchmal kriege ich hier echt einen Kollaps. So, ihr habt ja langsam alle genug abgedanced. Das gibt's doch gar nicht. Und warum kann ich das nicht bauen hier? Ich bin gerade echt am Überlegen, einfach die Schaffarm da oben irgendwo hinzubauen. Neu, alles sauber, 16x16. Direkt abstecken, die Viecher reinstellen und neu bauen. Ich glaube, das ist die beste Idee. Komm, so, nehmen wir die Axt. Und okay, das geht ein bisschen langsam. Brauche ich dafür vielleicht eine Axt? Spitzhacke, geht das wirklich besser? Ja. Jawohl. So, jetzt brauche ich natürlich Platz für den hier. Wolle. So, ich habe keine Lust mehr auf euch. Leckt mich doch alle am Arsch. So. Sollen sie doch hier unten alle vergammeln. Na, wir haben hier echt zu viele Hasen. Ich muss mir unbedingt in die Configs reingucken und nur bestimmte Viecher gerade mit dem künstlichen Vermehren zulassen. Gebt euch das mal, das ist doch nicht normal. Wo machen wir denn die Schafe hin? Wo machen wir die hin? Ich könnte natürlich auch vor die Burg rausbauen irgendwo, da habe ich jetzt so wirklich Bock drauf. Wir haben hier ja noch... Oh Gott, der hat wieder Hunger. Wir haben hier doch... Ja, ist ja gut. Natürlich wird er das jetzt nicht wollen. Ist es einfach. Und jetzt nicht... Ach Gott, jetzt wird er natürlich auch... Ach, ich bin hier leicht überfordert. So. Natürlich, das wird er auch nicht wollen. Dann hat er aber Pech gehabt, denn das kriegt er jetzt einfach. Weil wir das gerade erst gegessen haben. Mann. So. Bisschen was, damit er hier aufhört rumzuzappeln. Hier haben wir eigentlich Platz. Ich glaube, ich klatsche hier einfach die Dings rein. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Erde habe ich natürlich nicht mit. Dann muss ich das auch noch holen. Oh, es geht drunter und drüber heute. Ich muss aber unbedingt in den Configs hier gucken, dass wir da nicht, dass man das so einstellen kann, dass wir hier nur bestimmte Viecher den natürlichen Wiedereinstiegsprozess, ihr wisst schon, das künstliche Vermehren, dass wir das ein bisschen eindämmen, denn ansonsten sind das einfach zu viele Schafe hier und zu viele Hasen vor allem. So, hier haben wir jetzt ein bisschen Kacke. Ich glaube, die despawnt aus irgendwelchen Gründen. Ist Kacke denn so wählerisch, dass die hier nicht bleibt? Braucht die irgendein besonderes Zeug? Das wäre Kacke, im wahrsten Sinne des Wortes. So.
Dann gehe ich erstmal ein bisschen was futtern und dann lege ich mich schlafen, denn es wird wieder Nacht und ich mag es nicht, wenn es Nacht ist. So, also, wir haben hier jede Menge Zeug. Komm, wisst ihr was? Ich schmeiße jetzt mal die Wolle hier rein und dann nehmen wir mal die ganze Dings mit, die ganze, das ganze Schafsfleisch und werden das mal umarbeiten, denn dann können wir das auch wieder beim Hamilton verkaufen. Wo haben wir denn hier Nahrung? Schaf, Schaf, Schaf. Und haben wir noch Schaf? Ja, das hier, aber das kann ich leider nicht verwenden. Nehmen wir erstmal das hier, das muss reichen. Und da müsste ich eigentlich noch Kohle haben, genug. Ja, das sieht ganz so aus, hier kann ich mir das Deck reinschmeißen. Hier schmeißen wir das rein. Und da haben wir auch schon was. So, dann haben wir schon mal ein bisschen Schaffleisch, das wieder umgearbeitet wird. Und in der Zwischenzeit nehme ich hier noch ein bisschen Erde raus. Wo habe ich denn jetzt schon wieder hin? Erde, ich habe sie doch gerade da. So, da haben wir auch ziemlich was jetzt, was eigentlich ganz praktisch ist. Und können damit das Gehege wieder neu einfassen. Und danach werden wir uns dann ein bisschen... Oh, ich wollte eigentlich schlafen gehen und was essen. Habe ich jetzt schon ganz vergessen. Das hat sich sogar geeint. Der Boitendorgi. Was haben wir denn hier, was wir noch lange nicht gegessen haben? Kuchen. Komm. Und der lecker Kürbiskuchen. So, das gibt doch ganz schön Nahrung. Ich hoffe, wir können da mehr wie zwei essen. Das bringt schon wieder nichts mehr. So, dann lege ich mich schnell schlafen. So, Zwischenzeit nochmal einen Schluck Kaffee. Vorzüglich. So. Erde haben wir mit. Dann geht's los. Und danach können wir einen NPC craften und damit dann die, ihr wisst schon. Hier, Schafe ein bisschen unter Kontrolle halten und den Rest unten, den werde ich abschlachten. One Outdated Mobs, Mods, das ist von Level Up, glaube ich. Was aber keinen Unterschied macht, weil ich gesehen habe, dass wir hier mit den Vanilla-Dings sowieso nicht beikommen. Sprich, Erfahrungs-Leveling, ihr wisst schon. So, jetzt habe ich natürlich nicht gezählt, wie weit. Eigentlich müssten das 8 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 18, so damit wir da in schön 16 mal 16 dazwischen, zwischendrin einfallen können. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich habe keinen Zaun mehr, ehrlich. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen leicht gereizt drüber komme heute, aber es geht mir echt auf den Nerv, dass ich da davor schon so viel aufgenommen habe und einfach nicht auf Aufnahme gedrückt habe. Dann war plötzlich irgendein ominöser Klingler an der Tür, der alle zwei Minuten geklingelt hat, ich nach unten telefoniert habe hier ins Haus, niemand geantwortet hat und dann nach zwei Minuten wieder geklingelt wurde. Mann, ich weiß nicht, wenn das ein Streich ist, dann ist er nicht witzig. So, ich mache das von oben, es geht leichter. So, wir haben aber jede Menge Zeug hier zu tun. Im Moment sind wir ja hier bei den Schafsdingern ein bisschen auszubauen. Komm schon, so. Und dann brauchen wir Unterkünfte für unsere NPCs. Dann brauchen wir die Tore an der Mauer hier, am Bollwerk. Die müssen wir aber auch langsam mal einbauen. Dann brauchen wir einen Platz für den Fischer. Das habe ich nämlich in meiner Euphorie ganz vergessen, dass wir da einen Fischer erforscht haben, aber keinen Platz wirklich dafür haben, den nicht einzusetzen. Das war mal wieder eine richtige Glanzleistung. Ich dachte daran, dass wir da vielleicht so in der Seite vom Berg so eine natürliche Höhle reinmachen und dass da in diesem Teich da im Dunkeln irgend so eine seltsame Fischart lebt, die wir da fressen können. Ja, so richtig. So diese typischen unterirdischen Viecher da, so mit milchigen Augen und so. Ganz ohne Farbe, so milchig, so Gollumfische. Das wäre doch was so. Und die nennen wir dann, keine Ahnung, Granitbarsche oder so irgendwie. Naja, jedenfalls müssen wir dann in naher Zukunft jetzt diese NPCs machen. Das ist jetzt kein so großer Aufwand. Ein bisschen Gold brauchen wir, ein bisschen Nahrung, aber das kriegen wir auch zusammen. Und dann haben wir eigentlich schon die ersten NPCs. Wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass die immer was zu fressen haben. Kriegen wir aber auch hin.
Und dass sie die Pfade ein bisschen, naja, dass die da auch wirklich langlaufen können. Und ich muss dann unbedingt in den Configs gucken, ob ich diese Dings hier, dass die sich nicht so stark vermehren, weil es ist echt zu viel so. Geht ein bisschen am Ziel vorbei. Ist echt zu viel. So, vor allem die Hasen, die machen mich kirre. Sonst ist es ja ganz praktisch, wenn wir hier jede Menge Schaf haben, dann können wir alles verkaufen. Auch wenn der Preis natürlich irgendwann sinkt, glaube ich, gell? Man kann ja nicht unendlich viel vom gleichen Zeug verkaufen. Oder? Oder verwechsel ich das gerade? Kann auch sein, dass ich das mit was anderem verwechsle. So, Zäune, dafür brauche ich Holz. Ein bisschen was haben wir noch hier? Noch mal ein paar Sticks. Natürlich habe ich wieder keinen Platz im Inventar. Es ist doch immer dasselbe hier. Ein Ring schmeißen wir da rein. Bei Deko die Hörner, die brauche ich jetzt auch natürlich. Das brauche ich nicht. Haben wir noch irgend so einen Deko-Graffel? Hier, Nahrung. Das Reis ist das. So, Sticks wollte ich eigentlich noch machen, ein paar. So, dann brauche ich das hier. So. Und dann machen wir hier noch ein paar Zäune schnell rein. So. Und zack, die haben wir wieder ein paar. Die müssten eigentlich reichen. So, Gate brauche ich keines, denn die werden direkt hier eingebaut. Direkt, ja. Die Dinger zumindest, die habe ich Weizen mit. Natürlich nicht. Ich muss ja die Schafe auch noch hochlocken. Sehr viel Kopfarbeit hier. Das ist sehr anstrengend. So am frühen Morgen schon. Hier ein bisschen Weizen, damit wir die hochlocken können. Und dann werden wir es langsam mal haben, dass wir vielleicht den ersten NPC nach gefühlt 5 Stunden Arbeit in die Welt setzen können. Ob wir zu den ganzen einzelnen NPC. Ach Gott, das will er natürlich nicht mehr. Es ist echt lästig. Vor allem, dass man hier nicht mehr sprinten kann, wenn man so hungrig ist. Felder könnte man eigentlich auch wieder ernten. Das Weizen zumindest. Brauche ich aber im Moment nicht wirklich. Brot haben wir genug. Ich müsste mir vielleicht ein paar Rezepte aus Balms Harvest Craft raussuchen, die wir leichter umsetzen können. Sprich, wo wir nicht irgendwelche fancy weiß Gott was brauchen. Sonst muss ich da wieder Händler und so weiter einfügen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie weit wir hier waren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So. So. Ziehen wir das mal hier rüber. Und da hinten können wir notfalls dann ein zweites Tiergehege reinbauen. Was ich da mache, weiß ich nicht. Vielleicht Hühnchen oder Kühe oder mal gucken. Da findet sich sicherlich was. Ich war immer noch für Auerochsen, aber ich finde die irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob ich dafür nur zu ungeschickt bin. Haben hier noch ein Loch mehr. Dann kriegen wir die Schafe auch leichter wieder da raus. Da haben wir jetzt sicherlich auch schon wieder mehr als genug. Natürlich habe ich da jetzt auch überall Zaun. Die Schafe sind weg. Hallo? Ne. Hä? Weil ich da wahrscheinlich alles zugeschattet habe und die kein Licht mehr bekommen haben, sind jetzt die Schafe alle draufgegangen. Och, nö. Ich bin einfach kein guter Bauer. Kein guter. Ne, ihr wisst schon. Jetzt sind hier doch sicherlich irgendwo Schafe, bitte. Bitte. Naja, sieht nicht ganz so aus, als hätten wir hier in der Umgebung noch was. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gucke mal schnell, was ich hier mit Weizen alles machen kann. Und zwar mit U, glaube ich, geht das, oder? Ja, okay. Heublock. Kuchen. Das ist alles nicht so ganz so cool. Irgendwas. Dänisch. Ich würde noch gern sehen, wie viel Hunger das bringt. Was brauchen wir denn hier? Huckleberries, Orangeberries. Das kriegen wir alles nur in der Oberwelt. Strawberries. Oh. Ha. Damit können wir dann diese bessere Sachen machen. Heubetten gibt's auch. Cool. Cookies könnte ich auch machen, aber wenn ich da drei esse, habe ich erstens nichts vom Hunger regeneriert und die sind sehr schnell. Okay, Bananenbrot. Bananen habe ich, glaube ich, sogar irgendwo. Und Oliven. Das von Lord Mott. Bananenbrot könnte ich vielleicht machen.
Habe ich beim Cybersclave gar nicht drin? Das glaube ich doch nicht, oder? Harvestcraft, doch. Ihr müsste doch eigentlich auch ein Nahrungsmittel jede Menge sein. Ja, hier haben wir doch das ganze Zeug. Hier zum Beispiel diese Toasts, werden die nicht... So, zum Beispiel diese Toasts, werden die einfach nicht angezeigt. Ah, weil das aus Brot da schon. Ich könnte die natürlich mal ein bisschen Brot durchtoasten. Pumpkin Bread können wir zum Beispiel auch machen. Bin mir nicht sicher, ob ich da... Okay, da brauche ich auch wieder Zucker. Oh Gott, da brauche ich das ganze seltene Zeug, oder? Cheeseburger. Baked Ham. Gibt ein paar Sachen. Wir brauchen einfach sehr viel mehr verschiedene Nahrungsmittel. Und das ist etwas, was wir langsam in Angriff nehmen müssen, denn über kurz oder lang kommen wir mit unseren Standardsachen dahin nicht weiter. Ich würde vorschlagen, dass wir uns da jetzt erstmal auf Weizenbasis konzentrieren. Davon haben wir genug. Sollte auch nicht allzu schwierig sein, das herzubekommen. Alles kann ich natürlich nicht machen, weil es vieles aus der Overworld natürlich benötigt. Vielleicht in einem späteren Moment, oder wir machen das irgendwann über Händler oder sowas, das wäre vielleicht ganz cool. Und dann müssen wir echt gucken, dass wir hier wieder was reinbekommen. Kann man haben? Guckt mal, wie viele Hasen. Das ist echt nicht normal. Das geht echt nicht klar. Oh Gott. Entweder ich kriege das irgendwie hin, oder wenn ich hier nicht alle halbe Stunde, alle fünf Minuten irgendwie Hasen umliete, dann haben wir irgendwann das ganze Land überrannt. Ah, da muss ich mir echt was überlegen. So, ich könnte auch, wenn ich hier schon rumlaufe, ein bisschen Gras killen, ja, ein paar seltsame Seeds, die wir vielleicht rausbekommen, habe ich gerade gesehen. Aber scheint so, als würde man die nur mit Werkzeug nehmen. Doch nicht. Was haben wir hier? Karotten, okay, das haben wir eigentlich schon. Vielleicht ein paar extravagantere Sachen bekommen würden. Karotten brauche ich wirklich nicht. Potato habe ich eigentlich auch. Naja, nehmen wir es mal mit. Und dann müssen wir... Ich glaube, die Kacke despawnt. Warum despawnt die Kacke? Wer frisst hier Kacke? Bist du das? Bist du der Kacke-Dieb? Muss ich mich echt nochmal kurz durchlesen. Vielleicht, dass die auf dem Stein hier nicht behalten wird. Ich gucke mal schnell, habe ich eine Schaufel mit zufällig, kann es sicherlich auch so zerbrechen. Okay, das ist schon die umgewandelte. Wurden brauche ich echt nicht. Kann ich die eigentlich wieder platzieren? Die getrocknete Kacke? Nö, kann ich nicht. Muss ich mitnehmen. Ich glaube, ich brauche vielleicht da irgendwie so Gras als Unterlage oder sowas. Ansonsten verstehe ich echt nicht, warum die despawnt. Ich verstehe es, wenn Kacke hier, die rumgekackt wird und dann zusammengesammelt, irgendwann despawnt. Ansonsten wäre das ganze Land ja irgendwann zugeschissen. Aber Sachen, also Kacke, die man platziert, warum die weggeht, das weiß ich jetzt echt nicht. Muss ich mir noch mal ein bisschen durchlesen. Bin ja auch selbst noch in der Kennenlernphase, kann man sagen. So, also Nahrung. Da müssen wir jetzt echt ein bisschen was auf Vordermann bringen. Wir haben ja schon mal Brot, das heißt, ich könnte da Karotten... Oder was war das andere? Pumpkin. Okay, Pumpkin. Ah, da müssen wir erst das ganze Zeug machen. Machen wir gleich. So, ich toaste erstmal ein bisschen was durch. So viel haben wir ja gar nicht mehr drin. Kohle. Das können wir auch rausnehmen. Und haben wir hier noch irgendwo was drin. Kohle. Schmeißen wir hier mal was rein. So, damit wir da ein bisschen toasten, ein bisschen verschiedene Sachen einfach rausbekommen. So. Okay, die wird längst eine echt knappe Truhe hier, das ganze Nahrungszeug. So, legen wir mal schnell die Erde weg. Die Erde, damit wir da ein bisschen mehr Platz wieder haben im Inventar, damit es ein bisschen leichter geht, ist einfach auch praktischer. Und dann würde ich ganz gerne diese Tierfarm langsam reinbringen. So, also, weiter geht's mit Nahrungsbeschaffenheit. Was haben wir denn hier, was man machen könnte? Wir könnten natürlich auch Fishcrabs machen. Aber im Zuge des Roleplays würde ich die gerne machen, wenn wir den Fischer haben. Wenn wir da noch zwei, drei so Fallen reinpacken. Obwohl wir die natürlich auch jetzt schon im See unten reinbauen könnten. Mal gucken. So, was hatten wir denn sonst noch? Das ist doch sicherlich Chicken Sandwich. Was brauche ich denn? Ich brauche echt mal diese Pfanne. Also das ganze Zeug, was man so ein bisschen braucht hier in der Küche. Und die können wir uns dann auch gerne irgendwo hinhängen. Eine Küche wäre eigentlich schon cool, ne? Wenn wir das hier so als Lagerraum verwenden, sage ich mal. Dass wir da irgendwo eine Küche reinbauen. Das brauchen wir auch langsam. So ein Stand wie der hier vielleicht. Und einfach sagen, hey, hier ist ein Koch.
oder? Wie wäre das? So wie das hier, einfach so ein bisschen was Offenes, damit wir da so einen, vielleicht einen Händler mehr haben. Wäre vielleicht ganz nett. Hier würde ich ganz gerne eine Treppe hochbauen. Also hier hoch irgendwo. Das müssen wir dann mal machen. Das heißt, da habe ich nicht wirklich Platz. Ich könnte den Händler natürlich oben vorne hinpacken auch. Hier hätten wir auch noch Platz. Machen wir das hier, da haben wir nicht so weit, so einen weiten Weg zum Typen da. Das heißt, ich habe hier eigentlich die Mod drin mit den Storage-Dingen. Was haben wir denn hier? Seed Storage. Bookshelf. Oh, Storage. Ah, da kann man nur Erze aus der Mod. Die kenne ich aber auch nicht. So, cool. Warenhaus. Das wäre was für die Asian Warfare, wo wir später NPCs-Token schicken können. Aber anstatt, dass ich hier wieder ewig lang rumquatsche, würde ich einfach mal sagen, dass wir anfangen, hier die Ruinen ein bisschen abzureißen. Und da dann, okay, die Hinterseite könnte ich lassen. Das macht vielleicht ein bisschen was her. Vielleicht gucken wir mal. Pack das jetzt einfach mal ab. Und mach dann so eine kleine Plattform hin oder sowas. Wo wir dann so einen kleinen Stand drauf bauen. Bin aber echt beim Überlegen, ob mir das schon gefällt hier. Oben da muss ich einfach zu weit laufen. Ich glaube, hier ist das ganz praktisch. Wenn wir den einfach hier lassen. Ja, doch, komm. Mama, nehmen wir ein bisschen Holz mit. Wolle habe ich auch mehr als genug, das ist auch nicht das Problem. Dass wir das schön abdecken können. Blauen Farbstoff habe ich jetzt leider keinen. Ich habe da weder Blumen noch Lapislazuli. Zwar im Dings drüben, im ist schon, ja? Aber im Auenland, aber da möchte ich jetzt nicht extra wieder hinlaufen. Fences, ein bisschen Holz. Ah, komm, wir machen das ganz einfach. Dann brauche ich noch mehr Holz für eine Werkbank und noch mehr für Truhen. Items und ein paar Verzierungssachen können wir später reinpacken. Ich habe doch irgendwo diese Shelves. Wie heißen die? Ah, genau, die hier. Wie macht man die nochmal? Okay, ganz einfach. Dann können wir da nämlich die ganzen Pfannen und so Zeug reinstellen. Das sieht das auch ein bisschen besser aus. Natürlich habe ich jetzt nicht mehr Klot. Ach, ist dratzt. Verdammt. Nehme ich hier noch ein bisschen was raus oder mache ich das auf der Höhe? Ich hole mir noch ein bisschen Kobbel, damit wir da so eine Plattform reinbekommen. Zumindest einen Boden, der ein bisschen nach irgendwas aussieht. Dann können wir da einen Boden reinmachen und oben bauen wir den Stand. Und da machen wir dann das ganze Futterzeugs hin. So, ich bin heute echt ein bisschen durch den Wind, kommt mir halt vor. Ne? Ich glaube, ihr habt das mittlerweile auch mitbekommen. Keine Ahnung. So, es sind so Tage, wo man einfach, naja, den Kopf ein bisschen konfus hat. Ist ja nicht so, dass das sonst bei mir nie der Fall wäre. Also. Ah ja, witzig. So, dann haben wir das auch weg. Schaufel und so weiter. Ah, ich glaube, ich hätte sogar noch einen Werkzeugbeutel irgendwo. Und dann werden wir... Ja, die ganze Nahrung nett, aber sagen wir mal, die Sachen, die wir zum Craften regelmäßig brauchen, die können wir dann hier reinbauen. Hier machen wir das so und so und dann ist es eigentlich groß genug. Dann machen wir da vorne noch eine Treppe runter zur Straße, dann sieht das auch ein bisschen nach was aus. So, dann machen wir mal eine Workbench. Ich habe hier echt wenig Platz mehr. Das ist immer so lästig. So, ich bin gerade am Überlegen. Hier würde ich so zwei Kisten, dann machen wir das hier einfach so, ganz spontan. Und hier machen wir erstmal ein paar Treppen. Hätte ich wahrscheinlich auch im Inventar gehabt, in der Kiste. Aber ihr kennt mich ja, warum irgendwas verwenden, was man schon hat, wenn man alles neu machen kann. So, machen wir das. Eins, zwei... Das ist breit genug. Soll ja nicht zu breit sein. So. Dann machen wir hier noch ein paar solche Dinger. Brauchen wir auch noch was fürs Craften später. Ich schmeiß jetzt mal die hier raus. Fliegender Wechsel. So. Dann hier habe ich die zwei Dinger. Das heißt, hier kommt wieder sowas hin. Da kommt man dann durch. Hier kommt ein ganzer Block hin. Und so sollte das dann eigentlich halbwegs passen, oder? Komm, ich mach hier eine Dings rein. Einen ganzen Block. So. Dann fangen wir an hier hinten mit den Zäunen.
So, einmal so und hier zwei. Und dann bauen wir ein Dach oben drüber. Die sind jetzt nicht eingefärbt, aber naja, das passt so schon auch, oder? Ihr könnt mir das doch verzeihen. Vielleicht können wir da irgendwo ja mal Farbstoff oder sowas auftreiben. Das wäre vielleicht ganz cool. Das blendet wieder. Das einfach so. Dann haben wir hier wieder einen Händler mehr. Tada! Und da müssen wir dann nur noch Treppen und sowas aufbauen. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Erstmal Kisten. So, ich mache genug, denn die brauche ich dann sowieso drüben beim ganzen Forschungszeug wieder. Das heißt, wir machen hier eine Kiste und hier. Und dann machen wir gleich die Bookshelves. Wie war das noch gleich? So. Und so. Und noch so. Machen wir zwei. Denn ich weiß nicht genau, wie viele ich von denen brauche. Wo legen wir denn die hin? So. Machen wir das so. Habe ich schon mal Zeug, dass ich hier... Ah, natürlich kann ich die Kiste jetzt nicht öffnen. Ich lasse die jetzt mal als Deko drinnen. So, schmeißen wir hier ein bisschen Nahrungsmittel rein. Vielleicht, dass wir die Sachen, die wir fertig gekocht haben, hier drüber einschmeißen. Haben wir da schon ein bisschen was. Die kann ich leider nicht aufstellen, aber ich könnte da natürlich auch ein paar Sachen hinhängen. Und mit DecoCraft können wir da auch einiges machen. Ich schmeiß mal kurz ein bisschen Krempel ins Inventar. Dann mache ich mal eine kurze Aufnahmepause, einfach um zu kontrollieren, damit das nicht hier das Audio jetzt wieder mittendrin weggeflatzt ist. Ist ja auch schon vorgekommen, das wäre natürlich blöd. Das heißt, ich verabschiede mich für heute. Hat mich sehr gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid. Das nächste Mal werden wir hier die Nahrung ein bisschen weiter auf Vordermann bringen. Wir werden hoffentlich auch ein paar Tiere anlocken, außer Kaninchen. Die brauche ich wirklich nicht. Vielleicht, dass man in der Zwischenzeit einfach Hühnchen da drüben. Da könnten wir eigentlich machen. Hühnchen. Jo, also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin und tschüss.